menschliche Geist. 900 Kilometer Synapsen, 5,5 Unzen Gehirnflüssigkeit, 1500 Gramm komplexe Gehirnmasse. 3 Pfund, aus denen die Träume sind. Aber in Wirklichkeit ist es ganz anders. Es ist das ultimative Schlachtfeld. Und die ultimative Waffe. Die Kriege unseres modernen, übersinnlichen Zeitalters werden irgendwo hier in diesen feuchten Windungen ausgefochten. Von heute an seid ihr alle übersinnliche Krieger. Paranormale Fallschirmspringer! Mentale Marinesoldaten, die in das größte aller Abenteuer auslaufen! Das ist unser Brückenkopf! Und das ist das Landungsboot! Ihr greift den Feind in seinem eigenen Verstand an! Ihr werdet seine Träume heimsuchen, seine Dämonen bekämpfen und seine Albträume erleben! Und jene von euch, die gut kämpfen, werden bald zu angesehenen internationalen Geheimagenten. Anders ausgedrückt, Psychonauten. Der Rest von euch wird sterben. Oh, Mori. Kinder, ihr werdet nicht sterben. Na, wer es nicht schafft als Psychonaut, kann genauso gut auch tot sein. Ich dachte, das wäre ein Sommerlager. Ach, Dugan, keine Bange wegen Coach Oleander. Ich komme schon seit Jahren her. Und glaub mir, hier ist noch nie etwas passiert. Ja, Dugan, Lilly hat recht. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Außer vielleicht über dieses Riesenmonster im See. Du weißt schon. Bobby Zilch! Du solltest den anderen keine Angst machen mit dieser lächerlichen alten Legende. Die Kinder sollen keine Angst haben, wenn sie nachts allein im übersinnlichen Sommerlager am Flüsterfelsen spazieren gehen. Das gilt auch für unsere besonderen Gäste, die Superstar-Psychonauten Sascha Nein und Mila Vodello. Oh. Seemonster! Formation. Es sträubt sich. Schnell, bringt es hierher. Was ist es? Nur ein kleiner Junge. Wie heißt du, Schätzchen? Ich finde es heraus. Komm nicht rein. Ach. Mein Name beginnt mit D. Ist Rasputin. Ach. Aber alle nennen mich Raz. Bitte töte uns nicht, Seemonster. Faszinierend. Dicht wie ein Panzer. Leider bin ich spät dran. Ich möchte das Briefing nicht stören, Agent Oleander. Agent Nein, Agentin Vodello. Macht einfach weiter. Und wo spazierst du jetzt hin? Du bist in ein geheimes Trainingslager der Regierung eingedrungen. Ich weiß, ist doch toll. Okay. Ich setz mich jetzt einfach still darüber zu den anderen Kadetten, ja? Hey, wie geht's? Coole Mütze. Wir müssen diesen jungen Mann sofort von hier wegbringen. Ich rufe seine Eltern. Was? Aber bildet ihr hier keine Psychonauten aus? Ja, Kleiner, aber... Um über die Astralebene zu schweben? Um einen Psychokrieg gegen die Feinde der freien Gedanken zu führen? Das hab ich vorne auf die Broschüre geschrieben. Und wegen dieser Worte bin ich hier, Coach Oleander. Wissen Sie nicht mehr, was sonst noch in der Broschüre steht? Du wurdest mit einer speziellen Gabe geboren. Doch die Leute behandeln sie wie einen Fluch. Deine Mutter hat Angst, dein Vater blickt verächtlich auf dich herab und schämt sich. Komm ins übersinnliche Sommerlager am Flüsterfelsen. Zeig es ihnen allen. Zu Hause bist du ein Einzelgänger, ein Ausgestoßener, ein Zirkusfreak. Doch hier im Dojo
In diesem übersinnlichen Dojo wirst du zu einem Held. Gib den Soldaten ein Bett. Also, Schätzchen, du kannst ein paar Tage hier bleiben, bis deine Eltern dich holen. Aber am paranormalen Training kannst du ohne Einverständnis deiner Eltern nicht teilnehmen. Tut mir leid. Oh Mann, hast du ein Glück. Du darfst bald nach Hause. Nach Hause? Aber da ging's mir so wie dir, Dogen. Von der Familie bestraft für Kräfte, um die ich nie gebeten habe. Aber hier habe ich die Chance, was zu sein. Etwas anderes zu sein. Sie können mich ruhig holen, Dogen. Aber sie suchen nach Raz, dem Jungen. Was sie aber finden und was sie nicht erwarten, ist Raz, der Psychonaut. Und dann lässt du ihren Kopf explodieren? Nein. Machst du das? Nein. Naja, nur ein einziges Mal. Aber jetzt trage ich den Spezialhut. Willst du mal anprobieren? Nein. Solche mentalen Kräfte habe ich in dem Alter noch nie gesehen. Wenn ich nur im Labor ein paar Experimente mit ihm machen könnte, der würde mehr aushalten als die anderen. Der Kerl ist einzigartig, nein! Und ich lasse nicht zu, dass sie ihn als Versuchskarnickel benutzen. Ich habe große Pläne für diesen Verstand. Hallo, ich bin Kip und wir spielen heute Xybonauts. Ich weiß, vor einiger Zeit ist Xybonauts 2 rausgekommen. Aber ich fange gerne bei Teil 1 an. Ich habe mir das vor ungefähr 2-3 Jahren mal auf CD-ROM gekauft und das funktioniert aber irgendwie nicht. Aber hier auf Steam funktioniert es. Ich habe das Spiel probeweise mal getestet und jetzt haben wir den Einspielfilm nicht. Aber egal. Steigen wir ein und ja, der Style und auch das Voice-Acting ist ziemlich cool, weil wir haben nämlich die Synchronstimme von Bart Simpson, ja. So, dieses Bett gehört Kip, ja, Bett wählen, alles schön bequem. So, und es geht los. Milhouse. Hirntraining für Anfänger ist super cool! Da kann man jemand zu spät zum Hirntraining für Anfänger. Und Coach Oleander hat den Kopf übergehalten, bis er blau wurde. Er hat 6 Flaschen Limo getrunken. Als der Coach ihn schüttelte, ist... Glückwunsch, du hast eine Psi-Karte gefunden. Wenn du 9 solcher Karten gefunden hast, kannst du daraus eine Psi-Aufstiegsmarkierung basteln. Sehr schön. Dazu benötigst du aber einen Psi-Kern aus dem Laden und ein wenig Hilfe von Ford Crawler. Ja. So, wir müssen noch den anderen hinterher, oder? Das ist cool mit der Brille, mit den Goggles. Eine schöne Umgebung. Feriencamp im Wald. Drücke. Was war das? Drücke F um was? Ah. Keineswegs, Malu. Weggeschlichen. Todesfalle für Verrückte. Dazu. Coach ist stark. Zu Beginn des Unterrichts reißt er dich in seinen Verstand. Dagegen kannst du nichts tun. Und mit so einem Riesensatz kommst du wieder raus, wenn du willst. Meins. Ich brauche es nicht mehr. Ich rufe meine Eltern. Sie sollen mich abholen, bevor mir was passiert. Zu spät! Bobby! Ah! Hey, Kleiner! Da würde ich auch schreien. Du schenkst mir 5 Pfeilspitzen für unseren Schutz. Was ist das? Spuck sie aus, Malusa! Oder du spuckst gleich Zähne und Blut! Hey, lass ihn in Ruhe. Ich hab gehört, du bist im Zirkus aufgewachsen. Dann will ich die Sache mal so erklären, dass du sie verstehst. Ich bin hier der Herkules. Und ich dachte, du wärst eher der Hanswurst. Benny, erinnere mich dran, dieses Kind umzubringen. Komm, das geht auch im Unterricht.
So schön ist ein Ferienjager. Auf dem Schlachtfeld. Eieieiei. Willst du deine nächsten Schritte planen oder nachsehen, was du bisher erreicht hast, dann schau in dein Tagebuch. Dort kannst du deine Spielstände speichern oder laden und die Optionen verändern. Zudem findest du hinten eine sehr hilfreiche Landkarte. Drücke Escape, um das Tagebuch zu öffnen. Dann gehen wir mal rein. Um die Option, ob die Soundoption, halt die Hintergrundmusik ist ziemlich laut. Die machen wir mal ein bisschen leiser. Und auch die Geräusche. So. So. Dann. So. Ah, drücke F, um zu sprechen. Wollen wir mit dem noch sprechen? Sie scheinen allesamt im Trance zu sein, während sie astral in den Verstand des Coach projiziert sind. Wirklich beeindruckend. Coach Oleander, ich bin hier zur Hirnanfängerausbildung. Tja, Söhnchen. Ist dir klar, dass ich dich zur Ausbildung in mein Gehirn ziehen muss? Und dass du dann jede der furchtbaren Schlachten durchlebst, die ich je mitgemacht habe? Das wird gar nicht lustig. Willst du nicht lieber erst noch ein bisschen draußen in der Sonne rumlaufen? Ja, vielleicht sehe ich mich doch besser zur Vorbereitung noch ein wenig um. Ja. Weile mit Weile, genieße deine Kindheit, bevor man sie dir entreißt, mein Junge. Vielleicht gibt es noch irgendwas zu, da draußen zu entdecken, bevor wir das machen. Einen weiten Weg da und runter. Also die Grafik ist, glaube ich, mit Absicht so ein bisschen seltsam. Weil, oh, Tiere. Was machen die Eichhörnchen? Ich würde das niemals tun. Ich könnte niemals alle töten. Was? Oh, hallo, Rath. Eichhörnchen-Probleme? Die lügen bloß. Egal, was sie dir sagen, es ist eine Lüge. Ich glaub dir aufs Wort. Kommst du mit zum Unterricht? Klar, wir treffen uns dann dort, sobald ich diese Burschen zum Schweigen gebracht habe. Kommst du mit zum Unterricht? Klar, wir treffen uns dann dort. Was ist jetzt? Ja. Okay, danke für das Gespräch. Hä? Hat der jetzt mit seiner Gedankenkraft die Tiere da getötet oder was? Oh, deine erste Pfeilspitze. Pfeilspitze bestehen aus Psitanium. Psitanium. Mhm. Dies ist ein seltenes und sehr wertvolles psychoreaktives Mineral. Du kannst mit diesen Pfeilspitzen im Laden in der Haupthütte und andere in der Haupthütte und anderswo Dinge kaufen. Ah. Sehr gut. Ich glaube, da hinten ist auch noch was. Man kann auch so steuern. Perfekt. Boah, das muss wohl der schlechteste Bandname sein, den ich jemals gehört habe. The Whispering Rockets. Was? Mein Vorschlag für einen Bandnamen. Warum seid ihr nicht beim Unterricht von Coach Oleander? Machst du Witze? In der Klasse ist letztes Jahr einer umgekommen. Ach, du Schreck. Es waren mehrere Kinder, Phoebe. Ja, mehrere blinde Kinder. Und der Coach hat sie von einer Klippe geworfen. Ja, weil sie zu spät zum Unterricht kamen. Beeil dich lieber. So, wo waren wir, Quentin? Und mit schlechtester meintest du nicht zufällig besser? Denn das dachte ich eigentlich. Und da beschwert sich jemand über das deutsche Bildungswesen. Was ist denn das? Kann man da hochspringen? Oh, cool. Aber ich glaube, man kann da nicht raus, oder? Nee. Vielleicht noch irgendwie
gucken, ob es noch was zum Einsammeln gibt. Wo kann man mit ihm auch sprechen? Hi. Neuer Junge, hast Bär in Wald lauern gesehen? Nein. Wirklich? Riesige, haarlose Bär? Nein. In Russland Bären viel kleiner, auch viel mehr Haar. Auch weniger lauern, immer bereit zu ringen. Dieser hier weglaufen und verstecken. Ich sag's dir, wenn ich was sehe. Ganz nicht richtig lauern, Bär. Was denn jetzt? Ah, okay, da. Gut, da kommt man nicht weiter. Ah, da gibt's was zum Einsammeln. Und hier auch. Jawohl. Gut, da kommt man nicht weiter. Kann man da eigentlich sterben, wenn man irgendwo runterspringt? Nö. Ah, da ist noch was. Levitators. Levitators. Firestarters. Levitators. Hi. Du weißt, dass die Hütte leer ist, ja? Sicher. Ich übe für heute Nacht, wenn die ganzen Damen da sein werden. Hör mal, meine Eltern lassen mich Filme ab 18 gucken. Ich denke also, dass ich mich mit sowas besser auskenne als du, okay? Ja, interessant. Also ein ganz normales... Ein ganz normales Ferienlager. Kann man auch in andere Hütten rein? Okay. Da ist nix. Ich mag ja so fair... Oh. Toilette? Hi. Ah, da ist noch was zum Einsammeln. Na? Nee? Da ist doch was zum Einsammeln. Komisch. Da auch? Nee. Hä? Seltsam. Da ist das Klohäusle. Da glitzert irgendwas. Aha. Oh! Perfekt. Naja. Wir lassen mal die Tür auf. Warum kann ich das nicht einsammeln? Oh! Was war das? Aha. Ist das jetzt schon mal unsere Waffe? Also, du triffst dich mit Elka. Heißt das, du hast weniger Zeit für mich? Quatsch! Ich schätze, es wird sich gar nichts ändern. Five-Dorf-Partner. Keine Frau wird jemals... Hey, lass meinen Freund. Der kommt zu spät zum Unterricht. Komm schon, James. Komm schon. Also die Characters, die sind schon mal. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich das nicht einsammeln da. Okay. Ist das so gewollt? Ist das ein Bug? Ah, was ist da? Nix. Geh zur Stange und beweg dich nach oben, um zu klettern. Oh! Oh! Cool. Kann man hier aufs Dach? Okay. Firestarters. Levitators. Okay. Jetzt ist, wo ist denn dieser Laden, wo der da vorhin gesprochen hat, dass man da... Na, der Rest vom Lager ist Sperrgebiet, bis du ein Hirnanfängerabzeichen hast. Okay. Okay, Opa. Na, der Rest vom Lager ist ja. Okay.
Ja, dann gehen wir mal zu dem. Wie hieß der nochmal? Zu dem mal hoch. Und holen uns mal unser Hirnabzeichen. Halt, da sind wir. Willst du nicht lieber erst noch ein bisschen draußen in der Sonne rumlaufen? Ich bin bereit, Sir. Bin bereit. Gut. Du bist Spätsoldat. Reinkommen und 20 Liegestütze. Okay. Dann let's go. Autsch. Was ist denn das für ein Hinderniskurs? Den Jungen hat's erwischt. Ein geistiger Hinderniskurs, du mitleidiger Trottel. Er ist nicht tot. Seine Astralprojektion wurde nur aus meinem Verstand geschubst. Und deine Astralprojektion schmeiße ich ebenso raus, wenn du jetzt nicht Tempo machst. Oh nein. Haben wir schon verloren. Aha. Na? Also da hat's funktioniert. Okay. Doppelsprung. In der Luft nochmals drücken. Aha. Entspann dich. Das ist nur ein Trug aus meiner Fantasie. Du kannst durch Trugbilder laufen. Dadurch steigt deine Stufe und so erhältst du neue Psi-Kräfte. Siehst du also ein Trugbild, dann schnapp es dir, Soldat. Mach schon. Schnapp dir das Trugbild. Dein erstes Trugbild. Wenn du 100 Trugbildpunkte gesammelt hast, kannst du eine Stufe aufsteigen. Wenn deine Stufe hoch genug ist, lernst du neue Psi-Kräfte. Du kannst dir alle Trugbilder, die du schon gesammelt hast, im Tagebuch anschauen. Okay. Verpasst nicht den Zug. Der ist Coaches kleiner Lokführer. Hey, was guckst du so blöd? Wir haben doch alle emotionalen Müll rumliegen. Warum machst du dich nicht nützlich und sortierst ihn, wenn du schon hier bist? Such nach einer passenden Marke. Die kann hier praktisch überall sein. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Hier kommt ein Truhenanhänger dran. Da ist sie ja. Und jetzt nimmst du die Marke und hängst sie an den Beutel.
Wo ist jetzt die, diese Koffermarke hin? Oop. Ah, jetzt habe ich den Anhänger, jetzt muss ich wieder zurück, oder? Aha. Oh, okay. Jetzt freut sich der Koffer. Ach, wie schön. Ein glücklicher Koffer. Hui. So, wo geht's weiter? Hey, 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 das ist ja richtig Krieg hier. Oh. Kommen wir nicht vorbei. Wir haben wieder das Gesellschaft. Wirkt wie ein Test. Vielleicht gibt's eine geheime bessere Route. Was soll das denn heißen? Du denkst wohl, du bist besser als ich? Ja. Sorry, was? Ich bin nicht dumm. Du bist dumm. Der Coach ist dumm. Das ganze Lager ist dumm. Was da auf dich zufliegt, ist dumm. Was fliegt auf mich zu? Astloch. Du dämlicher Neuer. Oh. Du hast mich gerettet. Nun, eigentlich wollte ich die Pflanze retten. So eine habe ich ja noch nie gesehen. Ich schon. Sie kommt in diesem Albtraum vor, den ich ständig habe. Du hast Albträume? Oh, ich habe gelesen, wie man die loswerden kann. Lässt du mich mal einsehen? Hm. Nein. So leicht kommst du mir nicht in meine Träume. Dann noch mal reden. Was hat er vorhin gesagt? Es gibt noch einen anderen Weg darüber. Ah! Ach du Schreck. Oh je. Yeah. Okay. Ne? Ich wollte doch auf der Stelle springen. Wann kommt der nächste Bus? Ich... schön. Sag mal, warum springt der ständig drüber? Danke.
Nein! Vorwärts und aufwärts, Soldat! Da kann man nicht hoch? Kann man da auch hoch? Nee. Sims entlang. Ah, okay. Da kommt man immer hoch. Ah. Oh, okay. Heißt du zufällig Lars? Nein. Bei mir heißt du jetzt Lars Lamarsch. So, yes! Das haben wir schon mal geschafft. So, wo geht's jetzt weiter? Kann man da hoch? Weniger warten, mehr starten! Hm. Okay. Aufhören mich zu besch... Hey, mal langsam, Neuer! Du darfst nicht an mir oder Bobby vorbei! Oder Bobby schlägt dich grün und blau! Bobby, kannst du mich hören? Wo bist du? Dein... Lass mich hier draußen nicht allein, Bobby! Dein imaginärer Freund, den findest du hier bei der Trugbilder. So. Pass auf die Minen auf, Bursche! Ach du Schande. Ist da noch was? Nee. So, wo müssen wir jetzt hin? Und da wohl? Die Fahne hießen? Ah, okay. Fortschritt speichern. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich da rein? Ah ja. Das Flugzeug stürzt ab, Soldat! Raus durch die Tür und G-Roundimo! Hey, niemand hat was von dem Fallschirm gesagt! Hatte Washington einen Fallschirm, als er den Delaware überquerte? Los, spring schon, Feigling! Nun, ich schätze mal, dann gab ich Lady einen Knopf. Wow, cool. Hey, das ist ja Res. Jawohl, Res. Obwohl ich Kip heiß. Vielleicht kannst du ja dieses blöde Spiel schlagen. Wir
Springumschlag zu, das aktivieren. Zielparcours. Benötigte Punkte 20, verfügbare Zeit 60 Sekunden. Es gibt keine Punkte, wenn du verbündete Ziele triffst. Okay. Ah, jetzt. Ah. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt weiß ich. Bilder einsammeln. Schlag die Schar. Warte mal, was war das nochmal? Muss ich denn da schlagen? Hä? Um diese Erinnerung nochmal zu betrachten. Erinnerungen im Tagebuch, okay. Okay. Teleport, ups, man kann teleportieren. Okay. Der kleine Kerl kann dich zu jedem Bereich in der aktuellen mentalen Welt teleportieren, den du bereits besucht hast. Wähle einfach dein Ziel und los geht's, okay. Die Gräben oder abbrechen. Ja, muss ich mich teleportieren oder? Oder geht hier noch irgendwas weiter? Nee, anscheinend nicht. Okay. Dann. Okay. Lassen wir uns mal teleportieren. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Fängt man jetzt wieder von vorne? Hier hat man ja schon alles gemacht eigentlich. Ah. Nee. Ich glaube, hier sind wir fertig, oder? Da muss man wieder. Nee, ich glaube, sie ist fertig. Man kann einfach. Oder gibt es noch was zum Einsammeln? Nee, ich glaube nicht. Ah, doch, da ist noch was. Ah, man kann noch Sachen einsammeln, aber ich glaube, wir haben es eigentlich soweit. Kann man jetzt einfach rausgehen? Mal Q drückt. Nee.
Primary Escape. Gucken wir mal. Wie kommt man da wieder raus jetzt? So, da kann man gar nicht mehr. Wie bin ich da nochmal hochgekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, da ist noch. Ah, aha. Okidoki. Ja, nette Gegend. Jetzt frage ich mich, wo muss ich jetzt hin, damit ich das denn... Weil ich habe anscheinend die Aufgaben hier abgeschlossen. Weil er redet, der Coach oder was das ist, der redet jetzt an, nicht mehr. Das heißt, eigentlich bin ich doch fertig. Wie komme ich jetzt hier raus? Krabbeln wir halt da nochmal vorbei. Rams. So. Da haben wir was übersehen. Also man kann anscheinend immer noch Druckbilder einsammeln. Ja. Ist man hier schon gewesen? Ich glaube ja, ne? Ah, das war das hier. Ah, das geht auch. Okay. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich muss da rausspringen, okay. Ah.
hier muss es doch weitergehen. Aha. 200 IQ. Ach du Kacke. Hey. Herr Samuel. Okay. Nein. Ja, Mann, ich will doch. Ach, jo. Ich will doch doch nicht noch. Ich will doch noch. Nein, ich hab's noch. Ich schaff das. Nein, ich schaff's nicht. Okay, da ist was zum Einsammeln. Na. So, wo muss ich jetzt hin? Nee, ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt. Oh, nein! Okay, aber ich muss anscheinend nicht immer dieselben Sachen noch einmal einsammeln. Steuerung wird jetzt hier aber echt. Okay, vielleicht hier mal den Spielstand speichern. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Da geht's nicht mehr weiter. Halt! Oh. Och nö! Aber ich glaube, hier bin ich doch fertig, oder? Verdammt! Meine Verdauung ist schneller als du! Okay. Also es ist gut, wir müssen die Sachen nicht immer wieder einsammeln. Auch wenn wir dann sterben, also... Aber jetzt... Jetzt sind wir hier ja fertig eigentlich. Kann ich nicht wieder zurück? Hallo? Okay, du hast gerade positive geistige Gesundheit absorbiert. Es ist sehr wichtig, dass du deine geistige Gesundheit bewahrst. Sobald dir die geistige Gesundheit ausgeht, kannst du deine astrale Projektion nicht mehr aufrechterhalten und musst in die reale Welt zurückkehren. Okay. Ah.
Also im Zweifelsfall auf alles drauf schlagen. Was ist hier? Kann man auch was machen? Nö. Was war das? Also da ist die Steuerung ganz, ganz übel. Ah! Ja, ich hab's. Ja. Ist das jetzt wieder da? Nee, jetzt ist es weg. Aber wo muss ich noch hin? Irgendwo muss ich doch da nochmal hin. Nein! Nein, nein, nein! Scheiße! Wo muss ich da jetzt noch hin? Hä? Aber ich war doch da hin. Muss man vielleicht den Kopf irgendwie rein? Und das war's. Hey! Nein, 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 nein! Oh. Ich... Heute ist der große Tag! Kann man da vielleicht irgendwie... Ja. Ich... Aber irgendwie, ich weiß nicht, was da noch... ich kann mich gar nicht umdrehen. Das ist total doof da zum... Jetzt gehe ich mal rückwärts und gehe... mich wieder raus teleportieren. Nee. Tja, wie geht's weiter? Gibt's da noch irgendwo? Weil ich bin hinter dem Schützengraben jetzt schon, aber was das war gewesen. Da geht's nicht mehr weiter. Geht's definitiv. Verdammt, meine Verdauung ist schneller als du. Hä? Ach, das kann man nochmal spielen. Und jetzt? Also man kann die Spiele nochmal spielen. Verdammt, meine Verdauung ist schneller als du. Aber was passiert, wenn man es nochmal... Nein! Nee. Also, hier komme ich nicht weiter.
hier komme ich nicht weiter. Aber ich bin doch schon drüber gewesen. Das kapiere ich nicht. Ich komme aber auch nicht hin. Ich komme nicht hin, das Ding. Ich komme da nicht drauf. Ich komme da nicht. Das ist blöd. Aber ich war doch schon da hin. Wie soll es da jetzt noch weitergehen? Jetzt fängt's an, nervig zu werden. Jetzt fängt's an, nervig zu werden. Nein! Und das Blöde ist, ich bin ja schon mal hinter dem Ding gewesen. Ich glaube nicht, dass es da weitergeht. Nein! Ah, jetzt hat er aufgehört. Verdammt, meine Verdauung ist schneller als du. Geht's da weiter? Nee. Hä? Aha. Jawohl! Zilch, der Klassiker! Also den Typ haben wir jetzt gerettet. Oder was? Müssen wir jetzt da reinspringen? Hui. Ah, cool. Ich glaube, wir speichern hier mal. So. Ja, wie komme ich da hoch? Aha. Richtung wechseln mit F. Okay. Kann man jetzt nochmal vor. Ah. Ah. Oho. Okay. Okay, ich glaube, ich hab's.
So, jetzt muss ich Richtung wechseln. So. Oh. Nein! Nein, oder? Oh mein Gott. In die andere Richtung, ne? Oder? Nee. Was ist jetzt so lang? Oh Mann! Geht das vielleicht besser? Auch nett. Ah, jetzt und hui. Jetzt muss ich die Richtung wechseln. Jetzt gehe ich auf die Plattform. Ich muss da hoch, ne? Okay. Muss ich zu dem Käfer oder nur noch? Ach, nee. Hä? Ja, wenn ich jetzt wieder von vorne anfangen muss. Ach, Tatsache. Thank you.
eigentlich auf der anderen Seite einfach. Ha? Hui! Und jetzt? Aber wo springe ich jetzt dann dahin? Aha! Mashallah! Jetzt wieder andere Richtung. Uff! Ja, ganz toll durchdacht. Ah gut, man kann ihn im... Was, so viel Schadenspunkte habe ich da jetzt? Okay. Jetzt mal da bloß nicht reinspringen. Hallo, geht's jetzt mal? Die Richtung wechseln. Okay, jetzt wieder die Richtung wechseln. Und ich frage mich halt jetzt bloß, ob man da oben dann weiterkommt. Da muss man doch weiterkommen, oder? Muss man auf die Stange und dann da irgendwie rüber oder man muss doch irgendwie da hochkommen. Nee. Hä? Das kapiere ich jetzt nicht. Wie kommt man da hin? Von da drüber? Aber man kann da nicht irgendwie... Doch, man kann da nur noch, ne? So. Nee, da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Geht's da weiter? Nee, da fällt meins Bodenlose. Ich glaube, das soll nicht so sein. Da kommt man da irgendwo. Nee. Also da kommt man jetzt nicht weiter. Ah, wenigstens bin ich jetzt da oben. Okay. Hä? Wie soll's da weitergehen? Da. Okay. Bis dahin solltest du ihnen aus dem Weg gehen. Alles klar, Chef. Vom Hochseil hängen lassen, X mit dem Ding schwingen. Okay.
Okay. Seil verlassen. Jetzt wissen wir das auch, dass man Wände zerschlagen kann. Wie du siehst, das Trapez ist ziemlich schwierig. Viele Kadetten kommen damit nicht klar. Vielleicht willst du dich ja auch lieber fernhalten. Du kriegst trotzdem deine Teilnahmebrosche, wenn das Camp vorbei ist. Ach du Scheiße. Ah, okay. Ein bisschen was einsammeln. Hier wieder. Na. Hey. Heute ist der große Tag. Wie kann ich das? Ich kann doch bestimmt richtig mit. Dass es richtig schnell wird, oder? Okay. Ah, jetzt haben wir's. Ab wann erkenne ich, dass ich springen kann? So? Nee. Andere Richtung. Hallo. Was muss ich? Scheiße. Heute ist der große Tag. Hä? Wie komme ich da dran? Kann man das da überspringen? Kann man da nur noch? Nein. Ja, Bart Simpson kann gut schreien. Weniger warten, mehr starten. Nee. Ja, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Nee. Hä? Verdammt! Meine Verdauung ist schneller als du! Ja, kann ich mal mit der Klappe halten? Da muss ich vielleicht von da. Aber ich muss das schon da. Nee. Also das ist jetzt... Oh, jetzt wird's wieder scheiße. Ach, Mann, oh. Was ich halt besonders liebe, ist, wenn man dann wirklich an einer Stelle ist, wo man nicht weiterkommt, dann irgendwie nicht irgendwann mal, ja, so, nee, dass man dann irgendwann mal Hilfe kriegt, okay, das muss ich machen oder so, sondern es halt einfach weitergeht. Okay, das bringt nichts. Kommt man da irgendwo hin? Nee, das... Ah! Gut, jetzt habe ich was eingesammelt. Aber... Bewegung, Bewegung, Bewegung! Aber wie komme ich da weiter? Nee. Kann ich auf das Ding vielleicht drauf springen? Aha. Aber jetzt springe ich bestimmt über das ganze Ding drüber, einfach. Nee, nee. Das, dann wissen wir schon mal, das bringt. Das bringt ja. Wo muss ich dann eigentlich hin? Ach du Schande. Das beschleunigt nicht richtig. Das. Hält aber auch nicht die Klappe, ne? Oh, was ist das, Mann? Also jetzt habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um festzustellen, dass ich das doch gar nicht brauche, sondern dass ich da auch drauf kann. So. Und dann... kann ich mich da schwingen, aber wenn ich da... Aber da geht's nur... Hallo? Da gibt's aber nur einen Abgrund. Da geht's nicht weiter. Nein.
Und man kann sich nirgends festhalten an der Stelle. Weg. Vorwärts und aufwärts, Soldat! Kann man da weiter irgendwo? Nee. Nee, da fährt man. Nein, da will ich gar nicht jetzt drauf. Also. Wir haben wieder mal eine Stelle, wo man nicht weiterkommt. Was passiert, wenn ich jetzt da runter springe? Nee. Geht's auch nicht weiter. Nein. Aber es muss doch, das muss doch eine Bedeutung haben. Mit den, also das kapiere ich jetzt nicht. Also mit dem Trapez ist heute gar nichts gebracht. Also haben wir uns umsonst mit dem blöden Trapez. Also drücke Y, um die Ego-Perspektive zu wechseln. In der Ego-Perspektive kannst du dich mit umsehen. Ah, okay. Y. Ah, okay. Cool. So. Oh nein, nicht so scheiß Trapez. So Schwung-Ting da. Nee, nee, danke. Hey, bin ich doch nicht gerade durchgelaufen? Wenn ich jetzt springe, falle ich nämlich da runter. Jetzt muss ich da rüber. Hä? Wenn ich jetzt wieder da anfange. Ah, danke. Vielen Dank. Gut. Da muss ich nimmer. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bringen soll, aber... Wechseln F. Ja. Alles klar. Was? Hä? Kann man da. Warum kann man denn da drauf springen, wenn es nichts bringt? Und warum sagt er jetzt Richtung wechseln F? Das kapiere ich jetzt nicht. Also da rutscht man und. Kann man da vielleicht irgendwo nur noch rutschen? Nee. Ja, das Geschrei, das geht irgendwann schon auf die Nerven. Warum sagt er jetzt F Richtungs... Warum sagt er mir das jetzt? Ja, jetzt? Ja.
Ich muss dort über. Da war kein Aussteigemodus, dass man jetzt einfach wieder ins Camp zurück könne oder so, ne? Ja, F. Ich drücke jetzt F. Und jetzt falle ich da trotzdem runter. Oh Mann. Das ist doof. Jetzt, wie kommt man... Ja, warum sagst du mir Richtung wechseln? F. Ja, ich drücke jetzt F und... Ich drücke auch mal E, weil da will er E und Q angezeigt, aber... Muss man da oben noch vielleicht? Ja... Das wird gar nichts bedeuten, ne? Oder? Da kann man sich auch nicht festhalten und gar nichts, ne? Das ist alles useless da. Okay. Mir eine Stelle, wo man nicht weiterkommen. Und jedes Mal, wenn es misslingt, ist es übelst nervig. Hm. Vielleicht einmal da. Vorwärts und aufwärts, Soldat! Ah! Oh, das ist... Muss man vielleicht auf die Dinger da drauf kommen? Sind das Seile? Man muss definitiv da rüber. Definitiv. Aber wie soll das gehen? Heute ist der große Tag. Weil da ist das Flug. Da ist nämlich das Flugzeug im Weg. Da ist das Flugzeug im Weg. Da kann man nicht einfach... Was ist denn, wenn man da wieder zurückgeht? Kann man von da aus vielleicht dann nur noch... Verdammt! Meine Verdauung ist schneller als du. Also da bin ich hergekommen. Kann man vielleicht da rüber? Von da ist er mal gekommen. Springen. Nee, da unten ist nix, ne? Hat er? Oder da wird man nicht weiterkommen. Weil von da sind wir gekommen. Nee. Nee, das bringt nix. Das bringt nix. Nee, ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Und da kann man auch nicht. Da rutscht man noch eine gewisse Zeit. Oh, okay. Was? War jetzt das? Okay.
Okay, da können wir uns jetzt wieder teleportieren. Gut, da wollen wir uns nicht hin. Wir gehen weiter. Okay, wir speichern mal hier. Das ist jetzt mal strange gewesen. Also die... Das hat gar keine Bewandtnis gehabt mit denen. Oder gibt es da irgendwie eine andere? So, Stufenaufstieg. Deine Psykraft bei... Ach du Schande. Mir schwan was Schlimmes jetzt. Simpsons Stimme tut ja einiges wettmachen, ne? Und immer diese militärische Musik dabei. Ich hätte nicht springen dürfen. Also ich glaube, der Grund, warum das Psychonauts heißt, ist zum Teil deswegen, weil man einen Psychiater vielleicht braucht, wenn man mit dem Spiel fertig ist. Ich empfehle auch nach einer Weile den Ton abzustellen, weil das kann ultra nervig sein, wenn es immer wieder... Und ja, ja, geh doch weiter! Oh! Oh Mann! Kann man auch da irgendwie drüber? Nee, man kann's nicht überlisten. Weiter, 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 weiter! Ja, ja. Ich glaube, das ist so ein Endgegner-Part jetzt. Also, wo man wirklich ganz lange braucht. Aber schön, man kann die Trugbilder ständig einsammeln. Das ist richtig schön. Lauf, lauf, lauf doch weiter. So, also ihr hört das Geschrei noch, ich höre es jetzt nimmer. Ich habe jetzt den Ton abgestellt. Ich versuche jetzt noch ein paar Mal. Ansonsten werde ich das Video dann hier stoppen. Weil ich glaube, wir haben das meiste von dem Part gespielt. Und dann werde ich irgendwie... werde ich vielleicht offline, also ohne Aufnahme, das ist, oh. Wie lange das aber vorhin gedauert hat, bis ich, er geht aber auch nicht weiter, ne? Also ich war jetzt direkt auf diesem blöden Baumstamm drauf, oder was das sein soll.
Oder muss man warten, bis dich das gibt? Nee. Bis man herausgefunden hat, dass man diese Schwungtrapeze gar nicht gebraucht hat und an einer ganz bestimmten Stelle sich hat fallen lassen müssen. Um. Mach. Nee. So, einmal noch. Und dann verabschiede ich mich für heute. Das Video war jetzt auch lang genug. Ich werde es uncut jetzt einfach dann. Oh. Na. Ja. Hallo? Hallo? Bin wohl zu früh. Nur den Ausgang. Oh, tut mir leid, dass du es so schnell geschafft hast. Frag mich, wie du es überhaupt geschafft hast. Du hast mich überrascht, Kleiner. Hier, du hast es verdient. Dein erstes Psychonaut-Abzeichen. Ich bin stolz, wenn ein Soldat lebend aus dem Feld zurückkehrt. Jetzt entschuldige mich. Ich muss zurück. Da warten ein paar gute Männer auf mich. Du hast uns alt aussehen lassen. Du kriegst Ärger. Bobby Zilch ist sauer. Oh. Sieh dich bloß vor, du Brillenheini. Ist was, Filzbirne? Hast du ein Problem? Hey, ihr Hirnis, nur die Ruhe. Wie? Hast du Angst, dass ihm was zustößt, deinem Freund? Nö. Aber Sascha Nein steht direkt hinter euch. Deine Leistung, junger Kadett, war überragend. Melde dich in meinem Labor zum Training für Fortgeschrittene. Oh! Ratz, der Spatz ist jetzt in der Spezialklasse. Benny, erinnere mich, ihm eine Spezialabreibung zu verpassen. Diese Tests sind unautorisiert. Ich kann dich nicht bitten zu kommen. Aber wenn du zufällig da bist, was kann ich dafür? Ich habe hier noch was für dich. Denk daran,
Du hast ein einmaliges Talent, Rasputin. Manchmal ist Isolation gar nicht so übel. Sie führt zu wichtigen Entdeckungen. Moment! Ich weiß gar nicht, wo Ihr Labor ist. Ist das eine Art Test? Manchmal ist Isolation gar nicht so übel. Sie führt zu wichtigen Entdeckungen. Und jetzt höre ich Stimmen. Toll. So, das war der erste Teil von Psychonauts. Wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht mit Psychonauts. Und danke fürs Zuschauen, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss!